Hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von Night of the Dead. Es gab im September ein etwas größeres Update und deswegen wollte ich einfach mal reinschauen. Ich habe das Game vor gar nicht so langer Zeit mal wieder angespielt. Das war allerdings noch vor diesen ganzen Updates. Okay, und dann würde ich sagen, direkt mal loslegen. Glaube, für das Angespielt nehme ich jetzt einfach direkt diesen Charakter hier. Und starte auf jeden Fall ohne Wellen. So, direkt Rainer. Hey, wie geil ist das denn bitte? Einfach ein kleiner Einspieler und wir waren eingefroren oder was auch immer. Hoffentlich finden wir das jetzt noch raus. Ihr soll zu diesem Schreibtisch gehen und dieses Funkgerät nehmen. This is not a fresh human meat store, Mr. Zombie. I'm busy. So why don't you shuffle off to another store? Human, are there still survivors on Endorn Island? Oh great. It seems the sleep capsules have malfunctioned again. Die Schlafkapsel. I'm Dr. Veronica Grimes. I've been tirelessly searching for a cure for the zombie condition, but I haven't found one yet. But perhaps, just perhaps, you might hold the key to advancing my research. Is there even power in the bunker now? Find the light immediately and secure the line of sight. Okay, hey, richtig cool. Und die quatschen jetzt die ganze Zeit mit mir. Beziehungsweise sie quatscht die ganze Zeit mit mir. Ich muss hier allerdings noch nach Loot Ausschau halten, natürlich. Und dann habe ich jetzt eine weitere Aufgabe. Licht nehmen. Das mache ich mal. Ich hoffe, mit dem Ton ist soweit alles okay. Aber das werde ich dann wohl erst beim Schneiden sehen. Ist gar nichts drinne. Ein Riegel. Okay, in Anbetracht dessen, wie diese Person hier aussieht, geht es mir wohl deutlich besser. Aber ich bin vor allen Dingen auch die Einzige. Außer die Untoten. Wer hat da sich kreativ ausgetobt an dieser Tafel? So, ich soll Licht machen mit L. Kann ich. Öffne die Tür und verlasse Kapselzimmer. Das Kapselzimmer, das hört sich lustig an. You've just emerged from the Stasis capsule, so you're probably wandering around without any clothes. Find something to wear and get dressed. Even if no one is around to see, let's keep some semblance of decency. Okay. Alles klar. Mache ich doch sehr gerne. Close the door. Bitteschön. So, alte Klamotten gefunden. Hä, das finde ich richtig geil. Schmeiß dir das mal an. Die Riegel kommen direkt mal hier runter. Hauptgeschichte. Besorge eine... You realize the situation you're in. Endorn Island is where the zombie mutation first occurred. And everyone but you has fled. The world has been engulfed by the zombie thanks to the escapees from the island. And now humanity is on the brink of extinction.
you want to survive, you'll need to escape from that bunker. Exit the capsule room. Gute Idee. Open the yellow door. Then move outside. It's good to have a habit of diligently recording tasks in the journal and checking them. Okay, das finde ich gut. Das ist also die Hauptgeschichte. Bla bla bla, ich bin hier wieder zu Bewusstsein gekommen. Ich habe meine Klamotten eingesammelt und jetzt soll ich Richtung Ausgang gehen. Das werde ich tun. Gehen Sie in die Hocke und passieren Sie die Tür. Nicht ohne vorher gelootet zu haben. Boah, ist schon gruselig hier. Vor allen Dingen null Musik. Was stand da, wie ich crouchen soll? Okay, auf jeden Fall nicht mit C. Mit STRG. Da ist die gelbe Tür. Wow, gruseliger Fahrstuhl. Okay, ich muss natürlich vorher erstmal noch überall gucken, ne? Schade, sonst gibt es leider nichts. Also gehe ich durch die Tür. Surviving alone on that island is virtually impossible. However, I have a way to assist you. Of course, nothing in this world is free, is it? Natürlich nicht. So, I have an offer for you. Find the mutant substance hidden on the island. That material will be invaluable in my research for a zombie cure. Succeed. And I'll send a helicopter for your rescue. Now, hurry. Open the large glass door. And you should see the exit bunker. Das ist ja wirklich überaus interessant. Hier soll ich wohl weitergehen. Das erinnert mich hier gerade so ein kleines bisschen an den letzten Teil von Miss Survival. Da ist auch so eine Plattform, die dann runterführt. Okay, öffne die Tür, bewege dich mit Flur. Bewegen, springen, Hindernisse. Okay, okay, mit Leertaste springe ich über diverse Hindernisse. Wäre halt schön, wenn ich eine Waffe bekommen will. Aber hier ist weit und breit kein Loot. Boah, voll erschrocken. Lol. Ich werde dich sowas von wegskillen. Da, da, di, da, du. Der Bunker. Das bedeutet, wir sind ja sowieso immer an so einer Tür gespawnt. Genau an dieser hier. Und haben halt jetzt diese kleine Vorgeschichte dazu. Aha, Wildschwein. Mhm. Okay, Mission Steine sammeln. Das sollte ich ja wohl hinkriegen, ohne zu sterben. Noch ein Überlebender. Eine Survival-Expertin. Okay. Ich soll meinen Körper aufwärmen. Ich soll noch gar nichts sammeln. Hebe einen kleinen Stein auf. Ich muss sagen, es ist gerade ein bisschen viel. Gequatsche. Habe ich alle Steine aufgesammelt. Boah, auf Wildschweine habe ich ja gar keinen Bock. Ich weiß halt nicht, ob die mich hier angreifen. Ich weiß es nicht mehr. Wusste es vermutlich irgendwann mal. So, und es zählt auch nicht im Nachhinein. Sierra. Ein Steinmesser, das kann ich. Wie sich das anhört. Wie so eine computergenerierte Stimme. Ich zerstöre Busch. Das Wildschwein lebt hier wohl. Mhm. Bin dabei. Preparations to save humanity are progressing well. As the next step, we'll be crafting other tools necessary for survival. Shall we start by making an axe? Mach ich. Zack, zack. War die Axt schon da? But I'll still share some useful tips.
Perfekt. Ja, lass uns gemeinsam Holz sammeln. Ach so, warte mal, das stört man gar nicht weiter. Gut, 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 gut. Wildschwein ist gefährlich nah. Oh, oh. Das Wildschwein haut ab, glaube ich. Das ist gut, dass es nicht direkt angreift. So, ich sammle den Stuff automatisch auf. Muss ich natürlich erstmal... Es ist halt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Muss erstmal checken, wie das hier funktioniert. Ich finde diese ganze Einleitung auf jeden Fall ganz geil. Ich weiß halt nicht, wie nervig es wird, wenn die jetzt einfach die ganze Zeit reinquatschen. Also vermutlich am Anfang eh häufiger, weil alles Neue dann erstmal aufgezählt wird. Level up. Nicey. Was soll ich jetzt genau machen? Ach, nochmal Baum. Mach ich. Now it's time to gather stones and minerals. With a pickaxe, the gathering will be much smoother. Using the method you've just learned, try crafting a pickaxe. Mhm. Ist erledigt. Great. Now let's use our crafted pickaxe to gather stones and minerals. If you look around carefully, you'll see plenty of rocks. By breaking those rocks, you can easily obtain stones. Das ist wahrscheinlich Eisenerz hier. Or it's slightly shiny compared to regular rocks. Look for rocks with a black shine to mine it. With just a bit of careful observation, you can gather the necessary materials. Ja, und dann brauche ich jetzt noch normale Steine. Hier vielleicht. Und dann noch einen. Da vorne ist vermutlich Kupfer. Brauche aber nochmal normalen Stein. Okay, perfekt. Erledigt. Oh, noch jemand Neues. Der Mechaniker. Natürlich. Oh, den habe ich jetzt aber wirklich schlecht verstanden. Ausrüstungsfertigungstisch. Boah. Ja, ich einfach mal hier vorne hin. Ein Rohr soll ich herstellen. Boah, meine erste Waffe. So, ich habe schon wieder vergessen, wie die alle hießen, ne? Das sind ganz schön viele. Oh ja, Bogen finde ich gut. Den Bogen herstellen. Dann muss ich das Ganze hier mal eine Nummer weiter schieben. Bogen. Und wie war das noch mit den Pfeilen? Ich glaube, die waren im Inventar herzustellen. Warte mal kurz. Ah, sowieso herstellen Pfeile. Ich habe fertig. Let me show you how to use that gear you just crafted. Equip that bow of yours and shoot an arrow towards the Tisch angreifen. Hey, wie ging das hier nochmal? Ah, Bogenspann mit linker Maustaste. Super ungewöhnlich. Okay, habe ich gemacht. Ich habe den Tisch getötet. Einen Hammer herstellen. Das ist praktisch genau das, was man sonst auch immer machen musste. Nur, dass die einem das jetzt halt sagen, ne?
Man musste vorher, glaube ich, ein Fundament reparieren oder sowas. Reparieren. Hold that hammer and give our word of craft invention something else. But remember, fixing things up takes materials. Ach so, ja, genau, das kann ich auch mit dem Hammer machen, ne? Momento, hat man halt gerade gesehen, ne? Kann herstellen, abreißen oder reparieren. Jetzt soll ich den doch abreißen. Kannst du dich mal entscheiden? Ja, und bekomme teilweise Material zurück. Obey my commands and learn the skills to survive on the battlefield. Oha. As you advance along the front lines, you'll inevitably face the zombies. So ist es. When the time arrives, utilize the skills you've acquired to strike and evade at the appropriate times. Safely defeat the zombies. Got it. Okay, habe ich jetzt schon welche von diesen Fähigkeiten? Von diesen Special Skills, mit denen ich ausweichen kann? Ach nee, das soll ich selber machen. Okay, warte mal. Mit Alt. Wo ist Alt? Hä? Mit Alt? Wie soll ich denn da hinkommen? Aber das ist aber ungünstig. Für Milenas alte Hände. Okay, ja, direkt mal ausprobieren, oder? Da vorne sehe ich schon den ersten Zombie. Würde nur eigentlich gerne wissen. 1000 Spielstände noch von keine Ahnung wann. So, angespielt habe ich wohl hoffentlich noch nicht. Und falls doch, dann ist halt Pech. So, und dann mit Bogen ausgerüstet werde ich direkt mal gucken. Wie sich der Bogen so macht. Oder sieht irgendwie special aus, oder? Ihr habt mir doch nicht direkt am Anfang hier Special Zombie beschert, oder? Oh, Level Up. Das war fiese. Alles nehmen. Okay, mal gucken, wer da noch so in der Bude hockt. Denn aus Erfahrung weiß ich, das sind teilweise so einige, die dort in der Bude hocken. Kann man hier nicht irgendwie Taste drücken, um vernünftig ein Foto machen zu können? Obwohl, das müsste eigentlich gehen, eventuell. Oder wartet eine Lady? Grandma, bist du es? Oh, Alter. Nein, das ist definitiv nicht Grandma. Habe ich mich erschrocken. Was kreischt die so? Okay, ich soll jetzt ausweichen, aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock auf Nahkampf. Ist ein bisschen schwierig gerade. Mist, da kann ich nichts einsammeln. Okay, stimmt gar nicht. Ich bin wohl schon ausgewichen. Keine Ahnung, wie das jetzt gemacht... da ist voll. Aber ich habe wohl noch ein paar Pfeile, oder? Dann komm mal raus da, Kollege. Oh, shit. Kommen direkt mehrere. Ich glaube, das sind doch normale, ne? Ich weiß gerade nicht, wie schwer ich die im Allgemeinen eingestellt habe. Ich finde, ich muss ganz schön viele Pfeile auf die verdonnern. Aber was für den einen viel ist, ist für den anderen wenig. Und, ja. Nächster kommt mit Pfeil zusammen. Hier gibt es bestimmt schon richtig guten Loot für mich. Falsche Taste am Drücken. So, einen sehe ich noch. Oh, ich müsste eigentlich so rum das Foto machen. So, Bogen ausrüsten. Einer ist da nämlich auf jeden Fall noch. Ich hoffe, den bekomme ich jetzt noch hier nach draußen. Ja, ist unterwegs. Oh, what? Okay, ist doch ein Special. Denn so mit rumjumpen und auf den Boden stampfen, das können die normalen, vermute ich mal, nicht machen. So, jetzt reicht aber auch, oder? Ist da mal endlich leer, die Bude?
Hallo? Auf dem Boden muss man halt ab und an mal gucken. Kann mich nämlich noch dran erinnern, dass hier so Halbe auch noch rumrennen. Was habe ich da bekommen? Holzbrett? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass man solchen Stuff hier irgendwie auch komplett zerstören kann. Oh, geil. Bessere Rüstung direkt gefunden. Alles nehmen. Richtig geil. Auch alles nehmen. Werde ich mir direkt gleich mal anziehen. Okay, hier oben scheint nichts zu sein. Dann will ich mich mal erstmal umziehen, denke ich. Die Rüstung kann ich sogar... Ach, warte mal, wir haben etwas, was optisch ist und etwas... Aber das sind nur die alten Klamotten. Theoretisch könnte ich das jetzt runternehmen. Ah, sieht halt auch einfach viel geiler aus, ne? Oder man kann das hier halt irgendwie ausschalten, ne? Nee, geht nicht, man kann es nur ausziehen. Boah, das finde ich ja wesentlich cooler, die Klamotten. Direkt nochmal Fotoshooting. Und ich glaube, dann renne ich jetzt einfach mal. Ich versuche irgendwo ein bisschen was zu finden. Also ich verbringe jetzt nicht die Zeit, damit hier irgendwie zu bauen oder so. Ich mache vielleicht hier noch ein Foto vor dem Bunker. Ja, sondern renn mal einfach ein bisschen rein. Obwohl, warte mal. Soll da noch was machen? Ach, man kann jetzt aus First Person auch spielen. Everything around you can be a tool for survival. Mhm. Break objects you find on the way, like cardboard boxes and barrels, using your standard issue gear. There's no special preparation needed. The standard gear is already provided to all of you. Got that? Jetzt habe ich das gerade schon gemacht drin. Ne? Weiß gar nicht, ob ich hier. Ah, das war auch zum Zerstören. Ach komm, jetzt soll ich doch ein Fundament bauen. Alter, wie riesig sind denn bitte die Vögel hier? Ich bin gar nicht da. Ja, ich gehe, denke ich, aber mal ein Stückchen weiter runter hier. Vielleicht, opa, so Richtung Fluss irgendwie oder so. Den habe ich ja eigentlich gerade auf der Map gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt unbedingt zumüllen sollte. Irgendwo dahinter, hinterm Berg. Da würde ich dann eventuell was aufbauen. Fundament oder so. Hier in der Stadt ist wahrscheinlich eh gefährlich, aber das ist schon mal ein netter kleiner Vorort. Ja, das sieht sogar richtig cool aus hier. Aber sobald ich weiß, war das hier doch recht schwierig. Also es war recht schwierig, sich da irgendwo einzubauen. Sobald ich weiß. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich renne jetzt hier einfach mal durch. Und ich vermute mal, so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Baue dann erst das Fundament, vielleicht später noch eine Kiste oder was auch immer. Ich würde jetzt aber gerne, ja, mal ein bisschen was von der Karte sehen. Boah, okay. Wenn ich denn darf. Oh, bitte, bitte, ich muss den erledigen, bevor der mich anjumpt. Mhm. Okay, ich finde es richtig gut, dass ich fast alle meine Pfeile... Nee, das waren, glaube ich, sogar alle meine Pfeile wieder bekomme. Boah, warum stehen die denn hier auch einfach im Wald rum? Oh. Gott, wie die kreischen, ey. Ist ja unnormal. Ich glaube, ich sneak mich mal hier. Das scheint hier doch ein bisschen größer zu sein. Und vielleicht nehme ich unterwegs auch noch ein paar Stöcker mit. Ist, glaube ich, gar nicht mal so das Verkehrteste, denn... You've already leveled up quite a bit. When you earn experience and level up, you gain an ability point.
Okay, das ist interessant. Da sind viele Zombies. Fähigkeiten, gute Idee. Inventar, Ausrüstung, handgemacht. Da sind sie schon mal nicht. Charakterinformationen, Spule, Informationen zu den Fähigkeiten. Okay, da kann ich jetzt noch nicht wirklich was auswählen. Ich sehe einfach nur, was ich wohl gemacht habe. Keine Ahnung. Weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie das war, ob man tatsächlich irgendwas hier später aufleveln kann oder ob das einfach nur angezeigt wird, was sich automatisch mitlevelt. Ja, ich glaube, hier würde ich gerne mal rein. Guck mal, da vorne ist so eine schöne, entspannte Siedlung. Und gucken, ob man mich dort willkommen heißt. Ich habe eigentlich sowieso gerne immer in der Stadt, da gab es immer ein Haus. Ich crafte mir definitiv noch mehr Pfeile. Fühle ich mich doch schon etwas sicherer. Da gab es auf jeden Fall immer ein Haus, wo ich mich dann gerne eingebaut habe. Sag ich mal Karte. Karte ist halt so gar nichts sagend, ne? Von der Seite komme ich vermutlich auch nirgendwo rein. Dann schleiche ich mich doch einfach mal von hier heran. Das war so ein ähnliches Gebäude wie dieses hier. Und hey, das ist sogar genau das Haus. Ist ja lustig, lach mich tot. Weiß halt nur nicht, ob ich jetzt von dieser Seite rankomme. Werde ich mir direkt mal angucken. Da war die Pforte aber kaputt. Und dann musste man nur die Pforte vorne einschließen. Oh, Kacke, da ist so ein Krabbelviech-Gedüngs. Hier kann man sogar rein und hier sind... Okay, da vorne ist ein bisschen was los, also im Haus. Das ist genau das Haus, wo ich mich sonst immer eingebaut habe. Jetzt sehe ich auch gerade, das ist einfach auch genau dieselbe Siedlung. Geil, nur das Grundstück sieht viel cooler aus und das Haus im Allgemeinen. Was aber halt richtig geil ist, ist, dass die Tore sind hier einfach komplett funktionsfähig. Also ich meine, die würden die jetzt natürlich zerstören. Ich müsste aber jetzt auch das Haus säubern. Mach ich das doch mal, oder? Ich öffne freundlicherweise allen Anwesenden die Tür. Ja, aber wenn die da drinnen warten, habe ich da kein Problem mit. Oh, geil. Das ist ein fetter Cover. Was habe ich da bekommen? Einen Schlagring. Oh, danke schön. Bin gespannt, ob das Haus immer noch so dunkel ist wie früher. War da drinnen echt arschdunkel. Also in allen Häusern irgendwie. Ja, und dann ziehe ich, glaube ich, auch wieder hier ein. Scheint auch ein nettes Plätzchen zu sein. Wenn man hier etwas aufgeräumt hat. Hallo? Jemand da? Sieht einfach noch genauso aus wie vorher. Vielleicht so ein, zwei kleine Details irgendwie geändert. Fange den Dieb. Fahren Sie fort. Mit Quest, okay. Das ist eine Nebenquest oder sowas hier. Ich muss mal erstmal. Man kann von draußen hier reingucken. Ob da noch was drin ist hier. Der da oben macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob der hier reinspringen kann. Ja, es ist ein bisschen aufpoliert. Das ganze Grundstück hier schön gemacht mit den Schirmen und so weiter. Aber ansonsten habe ich mit dem Spawnpunkt Glück gehabt. Okay. Was halt auch richtig cool ist, ich könnte hier direkt ein paar Kisten reinmachen.
Ich glaube, die Zombies spawnen hier nicht. Hier war dann immer meine Werkstatt, wo ich die ganzen Werkbänke und sowas alles aufgebaut habe. Hier war meine Küche. Einfach mein Haus hier. Und hier war die Kochstation und sowas. Mega gut. Aber oben waren auch noch Zombies. Bislang höre ich aber nichts. Ich loote den ganzen Kram jetzt auch gar nicht. Weil ich eh gar keinen Platz zum Inventar habe. Hier oben hat sich auch nichts verändert. Das ist dann das Badezimmer. Ja, okay, sehr cool. So, dann gehen wir mal den Nachbarn Hallo sagen. Ich habe wirklich halt Glück, dass ich direkt an der Location war. Normalerweise bin ich immer ein Stück gerannt. Wer sind wir denn? Der ist ein bisschen größer. Die kenne ich auch noch nicht. Also, da sind schon viele dazugekommen. Scheinbar ja auch so Rennende und so. Die waren halt auch neu. Und hätte ich auch eben einstellen können. Ich kenne bislang nur den einen größeren, der halt so mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen Fleischerbeinen oder so wirft. Oh, alter Schwede, Kollege. Oh, das Rohr ist aber praktisch. Der hat mich umgehauen. Ja, ist einfach genau mein Haus hier. Sieht halt, wie gesagt, nur ein kleines bisschen anders aus. Und die Stadt hier und da. Aber auch da vorne hatte ich meinen Wald und konnte mal looten und so. Genauso ist die Map jetzt hier auch aufgebaut. Und Wasser ist auch nicht weit. Obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, ob wir am Anfang in diesem Game überhaupt Wasser brauchen. Ich mache hier gerade so auf entspannt Fotoshooting und sehe hier so einen, keine Ahnung, radioaktiven oder was. Oh oh, und der ist auch schnell unterwegs. Ja, oder hat er einfach nur irgend so eine Verkleidung an oder so? Was ist mit dem? Ah, nein, okay, er hat nicht nur eine Verkleidung an. Okay. Da vorne ist, glaube ich, noch so einer. Gar nicht lustig. Ja, was soll ich euch sagen? Ich glaube, fürs Angespielt reicht das dann. Immer diese Aggressionen. Ja, man müsste halt jetzt hier seine Base aufbauen, ein paar Kisten, ein paar Werkbänke und so weiter. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Und dann kann man hier Wellen anstellen oder es halt auch sein lassen. Je nachdem, falsche Taste schon wieder, je nachdem, wie man das Game halt spielen möchte. Ist auf jeden Fall voll hier überall. Und ich habe das immer so gemacht, ich habe mich da hinten in dem Haus eingebaut. Eigentlich schon perfekte Location direkt am Anfang gefunden. Alter, das ist unnormal, wie die kreischen. Viele Pfeile habe ich noch 28. Das ist schon echt ein Segen, dass man den Stuff wieder bekommt. Ich glaube, ich habe jetzt auch so viele Zombies hier, weil ich auf normal gestartet bin. Normalerweise habe ich mir extra alles so eingestellt, dass ich auf einfacher starte. Dann kann ich ja jetzt eben noch seine Quest erledigen und ein Fundament bauen. Das mache ich einfach mal hierhin mit dem Hammer. Und das ist dann auch das Letzte, was ich heute mache.
Im Baummenü meine ich. Hoffe, ich habe genug Stuff dabei. Obwohl, das kann ich ja eigentlich doch schon direkt da machen, wo ich jetzt auch einziehe. Hab ich mich erschrocken. Häschen, kannst du noch nicht machen. Hier so, genau. Then, when you can see the blueprint of the foundation, turn on the snap function during construction. Okay, ist angesnappt. Allows your new construction to align and attach seamlessly with previously built structures. Now, with the snap function activated, try extending your foundation by one more square. Ah, you're following along splendidly. When constructing buildings, remember you have the option. Noch jemand Neues. Try experimenting with the foundation's height as you build. Also, you'll need a considerable amount of logs for constructing a survival base. It's essential to consistently chop down trees and collect logs. Think of yourself as a diligent beaver, tirelessly gathering wood. Did you know that beavers are quite the expert builders in the animal kingdom? But for now, let's focus on building your survival base. We can dive into the fascinating world of beavers at another time. Okay, also um das auszulösen, musste ich jetzt nur einmal Q und einmal E drücken. Und dann reicht es jetzt aus, wenn ich einfach nochmal zwei Fundamente baue, so wie es aussieht. Ich würde... Oh, dafür brauche ich Baumstamm. Total einfach, ja. Easy peasy. You'll find various handy features displayed. I haven't told you about all of them, so I recommend familiarizing yourself with them by checking personally. Das ist überaus praktisch. Okay, ja, und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Also alles, was wir vorher praktisch über diese Akten und Notizen gefunden haben, bekommen wir jetzt in Form von dieser Übertragung übers Funkgerät und lernen da diese Leute kennen und gehen so durch die Hauptstory. Und zwar mitzuarbeiten und da mitzuhelfen, eventuell einen Impfstoff oder sowas zu entwickeln, keine Ahnung. Guti, ich würde aber sagen, fürs Angespielt reicht das dann erstmal. Viele coole neue Sachen dabei. Ist halt die Frage, inwieweit die Map sich jetzt überhaupt geändert hat. Ein kleines bisschen auf jeden Fall, so würde ich sagen, auf den ersten Blick. Denn vieles erinnert mich hier an die alte Stadt. Oder ich weiß nicht, ob es mehrere gab, weil soweit habe ich gar nicht gespielt. Aber es ist doch teilweise wirklich auch anders, ne? Dieses Gebäude war hier zum Beispiel nicht. Und auch hier direkt waren Häuser. Also ich war in so einer großen Stadt mit U-Bahn und so sogar. Okay, aber bevor ich mich noch weiter verquatsche, werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und tschö mit Ö.